Leiden, vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott. Doch bald wird wieder Gerechtigkeit walten. Dann gnade euch, dann richtet das Volk, dann gnade euch Gott. Zwischen dir und mir, ja? Trotz dieser Truppe. Du wunderst dich, dass die Leute dich fotografieren, wenn du da so wie eine Freiheitsstatue neben den Affen posierst. Dass die Hälfte der Männer deinen Arsch fotografieren, da wunderst du dich noch, ja?
Also bei der nächsten Diktatorin ist mir auf jeden Fall kein Schaltwagen, sondern Automatik. Das ist schon mal klar, wegen den ganzen Aufzügen. Und ein Leichenwagen, da passen mehr Boxen drauf. Jetzt überfahre ich noch meine Ordner. Scheiß Corona-Leugner, hä? Also wir haben hier keinen verwesenden Geimpften im Auto liegen. Also falls die Frage auftauchen sollte, nein. Das wäre ja Sondermüll. Steht echt, ja? 1,50 Meter Abstand. Das sind Aerosole. Wir haben überfahren bei den Reichstag. Ich habe gehört, da gibt es leckere Schnittchen in der Kantine. Hä? Ist der Sundermeier da? Ich möchte den Herrn Sundermeier mal gerne sprechen. Ich habe heute meine Wehrmachtsuniform zu Hause gelassen, weil bei 28 Grad ist einfach zu warm im Schritt. Und mit den Springerstiefeln kann ich die Kupplung so schlecht bedienen. Es gibt auch eine neue Definition für Nazi, Herr Sundermeier. Nicht an Zwangsimpfung interessiert. Die Karre steht wirklich, ne? Wow. Nach der Corona-Krise. Wir fordern die sofortige, bedingungslose Wiederherstellung aller Grund- und Menschenrechte. Die sofortige Aufhebung aller Corona-Maßnahmen und jeglicher Impfpflichtbestrebungen. Die vollständige, öffentliche, wissenschaftlich wie rechtlich konsequente Aufarbeitung der sogenannten Corona-Krise. Wir sind hier nämlich, falls ihr es nicht wisst, da vorne ist die Hauptzentrale vom ZDF. Ja, was haltet ihr davon? Raus, aus der NATO! Raus, aus der NATO! Raus aus der NATO! Wenigstens lässt er sich nicht von Zwangsgebühren finanzieren, so wie die Herren da vorne, um es jetzt mal vorsichtig zu sagen. Ja, ich habe nie einen Vertrag mit denen unterschrieben. Also ich dachte mal, bei Verträgen, da müssen beide Parteien unterschreiben, so, ne? Aber bei diesem tollen Rundfunkstaatsvertrag. Ja, und wer bezahlt die Rundfunkgebühren nicht mehr? Ja! So, guckt mal her, die andere Hälfte, die sich zuerst gemeldet hat. Ihr gehört zu einer Minderheit. Und vielleicht überlegt ihr euch, diesen Scheiß auch nicht mehr zu bezahlen. Sind.
das ist doch nur noch blöd. Also es ist doch wieder, immer wieder interessant zu sehen, dass tatsächlich Menschen noch draußen bei 27 Grad mit einer FFP2-Maske herumlaufen. Kurze Aufklärung, ich glaube auf dem Zehnerpack der FFP2-Maske steht drauf, dass sie weder gegen Bakterien noch gegen Viren schützt. Allerdings ist Englisch, weil man davon ausgeht, der Deutsche schnallt es sowieso nicht. Also ihr Lieben, die Maske nutzt euch überhaupt nicht. Ihr könntet theoretisch auch mit einem Aldi-Einkaufswagen Sand transportieren, wenn man dran glaubt. Können wir eigentlich für die nächste Demo Antifanten buchen? Also mit meiner Hartz-IV-Kohle habe ich noch ein paar bisschen Schwarzgeld über. Kommt ihr für einen Zehner und nice? Oder grüne Gummibärchen? Und versprochen, ihr seid um 10 zu Hause. Tausend Rechtsradikale. Ist ja mal ein Bild, ne? Könnt ihr mal ein schönes Gruppenfoto machen. Auf den Stufen des Reichstag. Und dann holen wir sie Schnittchen ab, ne? Also Herr Söder ist ja auch mein persönlicher Freund. Der hat sich mittlerweile, glaube ich, 7 oder 8 Mal impfen lassen. Auf Fotomontagen. Ne? Auf einer hat er sogar eine ganz tolle, lustige Lederbuchse angehabt. Aber wird sich an den Leuten ausgekämpft, an euren Leuten, an eurer Familie, die sich nicht wehren können. Aber wisst ihr was? Solange wie ich hier noch Leute habe, die sich wehren und die das verstehen, bin ich stolz und ich muss echt sagen, Respekt, dass es diese Leute gibt und die werden mehr. Und das im Sommer. Und jetzt kommt noch dazu, dass langsam euer Portemonnaie wehtut. Oh ja, ich weiß das. Auch in meiner Familie tut langsam das Portemonnaie weh. Und jetzt fangen die an, scheiße, diese Regierung. Eieiei. Und dann wird's knallen. Aber ich sage euch eins, wir bleiben und wir bleiben standhaft und wir halten durch. Und wir nehmen auch euch auf. Und ihr seid herzlich willkommen bei uns mitzumachen in Gesamtdeutschland. Weil wir geben einfach nicht auf. In den letzten Monaten sehr viel mehr Rettungswagen unterwegs waren und da die Pflegekräfte ja jetzt ausgesourced werden, also die Gesunden, die man nicht mehr braucht und die anderen Pflegekräfte, die geimpft sind, dann dauernd krank sind, in Quarantäne sind, könnten wir ja mal so ein bisschen für die Pflegekräfte klatschen und Danke sagen. Dankeschön, es war schön, wäre schön gewesen mit einem längeren Leben, aber hey, irgendwann ist eben Zeit zu gehen. Aber ich will mich nicht rausreden lassen. Politiker müssen zur Verantwortung gezogen werden. Wir brauchen keine Gehirnwäsche. Wir brauchen keine Totalüberwachung. Vielleicht nehmt ihr mal jemanden, der Nebenwirkungen hatte. Dann könnt ihr was lernen. Ansonsten schreibt das, was ihr immer schreibt, voneinander ab. Böse? Wiegen wollt, aber bitte nicht mit ausgestreckten Armen, ja? Dann seid ihr nämlich so fies wie wir.
eine Banane auf dem Dach haben. Nicht wegen der Vitamine oder Magnesium. Nein, 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 nein. Es ist auch keine Banane, das ist das neue PCR-Stäbchen für den Affenpocken-Test, ihr Lieben. Das ist das Problem, weil das Ding wird hinten rektal eingeführt und dann erst aufgeblasen, ihr Lieben. Und wenn es weh tut beim Aufblasen, dann seid ihr ein Fall für die Inzidenzien. Haben wir in Köln schon probiert, beim CSD, das funktioniert genial. Also ihr Lieben, ich sehe immer wieder Menschen, die Maske nicht korrekt da tragen, wo sie zu tragen sein sollte. Wenn sie es unterm Kinn tragen, da haben wir so einen kleinen Spruch, das heißt nämlich, Maske unterm Kinn macht gar keinen Sinn. Ja? Also wenn richtig lächerlich machen, vorm Gesicht oder abnehmen und zeigen ein Lächeln. Ja? Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk unterliegt den Anforderungen des Medienstaatsvertrages. Aber wir sind jetzt hier beim Tagesspiegel. Da gelten andere Maßstäbe. Genau. Und ich habe heute mal ausnahmsweise, ich habe die früher auch mal gelesen, ich habe sie nie abonniert, aber ich habe sie heute mal. Ich habe heute mal investiert, also ich weiß schon, meistens bin ich enttäuscht, wenn ich sie lese. Ich habe sie heute mal gekauft. Friede, Freiheit, Selbstbestimmung! Friede, Freiheit, Selbstbestimmung! Wir lieben Menschen in der Polizeiuniform. Ich befürchte, irgendwann wird der Tag da sein, da kommt der Befehl von oben, dass ihr auf Menschen schießen müsst. Habt ihr damit schon Erfahrung gemacht? Habt ihr schon auf bewegliche Ziele geübt zu schießen? Könntet ihr heute mal machen, so im Kopf. Denn irgendwann könnte das so sein und dann erwarten wir von euch, weil ihr zu uns gehört, dass ihr dann, wenn der Befehl von oben kommt, zu Hause bleibt mit eurem Arsch und eure Familien schützt. Denn ihr gehört genauso zu uns, wie wir zu euch gehören. Ihre Kinder verlieren. Wir sind seit 2,5 Jahren auf der Straße, damit ihr frei sein könnt. Bedankt euch bei diesen Menschen. Denn diese Menschen. Ihr könntet den jungen Leuten mal sehen, wie die Masken schädigt. Nein. Ne? Wir wollen nicht die Zeit von ihm verschwenden. Ja. Ich mag Oma und Opa auch. Mag ich Städte und Partys blau. All das mag ich. Und ganz doll. Wir geben niemals auf!
viel zu lang geglaubt, waren artig, zahm und brav. Sie haben uns die Luft geraubt, doch wir sind aufgewacht. Wahrheit und Freiheit und Liebe sind wir. Tatsächlich, wir hatten nämlich die Polizei gerade gesagt, dass der Zug so lang ist, dass das Ende noch am Axel Springer Haus ist. Mit der Ukraine. Mit der Hoffnung, man wird es. Die Bundesrepublik Deutschland steht nicht im Kriegszustand mit der Russischen Föderation. Nein. Oder hat jemand andere Informationen? Denn ich weiß, dass keine Waffenlieferungen an die Ukraine. Keine Waffenlieferungen an andere Krisen, in andere Krisenherde, auch nicht an Russland. Auch keine zerbeulten Schutzhelme. Azov-Bataillon! Ukraine ist Azov-Bataillon, die erschießen ihre eigenen Mitmenschen. Faschisten, die Ukraine sind Faschisten. Wir kommen ein zweites Mal gerade an der russischen Botschaft vorbei, was wir natürlich mit Herzen, mit Liebe im Herzen und Musik untermalen.